Autokäufer lieben geräumige SUVs. Aber es muss nicht unbedingt Allrad sein und wegen der Fixkosten darf auch ein kleinerer Motor ans Werk gehen. Diesem Trend kommen Fahrzeuge wie etwa der neue Honda CR-V entgegen, der in einer Frontantriebsversion mit 120 PS Dieseltriebwerk angeboten wird. Normverbrauch 4,5 Liter auf 100 Kilometer. Wie wird dieses Angebot von den Honda-Kunden angenommen? Im Moment sehr, sehr gut, weil vor allem die Nova-Diskussion führt ja dazu, dass jeder nachdenkt, wie hoch der Verbrauch sein muss. Das heißt also, es sollte auch nach Erhöhung immer noch leistbar bleiben. Und generell hatten wir lange keinen also zweiradgetriebenen SUV, der ungefähr ein Drittel des Markts ausmacht. Also es gibt schon Kunden, die das dann auch wahrnehmen wollen. Der Fronttriebler CR-V mit dem 120 PS Dieselaggregat verfügt über genügend Kraft, um den CR-V souverän durch den Alltag zu bringen. Der Normverbrauch von 4,5 Liter war im Praxis-Mischbetrieb nicht zu erreichen. Es wurden 2 Liter mehr, was angesichts von Fahrzeuggewicht und Größe immer noch einen guten Wert darstellt. Das üppige Drehmoment von maximal 300 Newtonmeter bei 2000 Touren sorgt für kraftvolle Zwischensprints. Diese überfordern zwar gelegentlich die Traktion, vor allem auf nassem und rutschigem Untergrund. Da würden sich sportliche Piloten dann den Allrad wünschen. Den Euro NCAP-Test absolvierte der CR-V mit der Bestnote von 5 Sternen. Ein weiterer Pluspunkt des 4,57 Meter langen CR-V ist seine Geräumigkeit. Die Passagiere genießen vorne und hinten reichlich Platz und auch für diverse Transportaufgaben gibt es viel Raum. Mit dem angenehm einfach zu bedienenden Rücksitzsystem wird mit einem Griff auch die Kopfstütze versenkt und es entsteht ein sehr gut nutzbarer Laderaum mit 1669 Liter Volumen. Vielfalt bietet auch das Cockpit angesichts der zahlreichen Features und Assistenten. Die Basiselemente sind schnell im Griff. Wer alles beherrschen will, muss sich etwas Zeit nehmen, wie in anderen modernen Fahrzeugen. Fazit: Der neue CR-V mit Frontantrieb und dem kleinen 120 PS Dieselmotor hat das Zeug zum Erfolgsmodell. Zu Preisen ab 27.470 Euro fährt man komfortabel, gut ausgestattet und mit viel Platz. Einzige Einschränkung, am verschneiten Skiliftparkplatz kann man nicht ganz so mutig sein wie mit den Allradvarianten.